Es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Tanzschule. Tanzschule des Grauens. Episode 1 bis 3. Ein neuer Mittwoch. Es herrscht Bürgerkrieg. Die Rebellen, deren Raumschiffe von einem geheimen Stützpunkt aus angreifen, haben ihren ersten Sieg gegen... gegen das böse galaktische Imperium errungen? Was? Rebellen? Raumschiffe? Ich glaube, ich bin im falschen Film. Also nochmal von vorn. Als Eva L. an diesem Mittwoch zur Arbeit fährt, liegt ein scheinbar völlig normaler Tag vor ihr. Schwungvoll parkt die platinblond gefärbte Tanzlehrerin ihren metallic-grünen Kompaktklassewagen im Niemandsland zwischen Bürgersteig und Radweg. Sie ahnt nicht, dass ihr Leben schon bald einer tödlichen Bedrohung ausgesetzt sein wird. Gelangweilt stand Eva L. hinter der Bar der Tanzschule und ging im Geiste eine neue Schrittfolge durch, mit der sie ihre Steppschüler zu malträtieren gedachte. Leise summte sie die Melodie vor sich hin, die einer unheilvollen Prophezeiung gleich aus den Lautsprechern sickerte. Who wants to live forever? Who wants to live? Eva ahnte nicht, wie rasch diese Zeilen eine tiefere Bedeutung für sie erlangen würden. Doch der pestilenzfaule Hauch der Apokalypse umwehte sie bereits wie ein modriges Leichentuch. Ein unheimlicher Psychopath, der als der Tanzschulmörder traurige Berühmtheit zu gewinnen trachtete, hatte ihr die zweifelhafte Ehre zuteil werden lassen, sein erstes Opfer zu werden. Getrieben von einem unbändigen Hass auf Tanzlehrer, war ihm jedes Mittel recht, um endlich die Aufmerksamkeit zu erringen, die ihm seiner bescheidenen Meinung nach gebührte. Jahrelang war er einer jener anonymen Tanzschüler gewesen, die dem Tanzlehrer nicht einmal auffallen, wenn sie den Walzer dauernd auf der 2 beginnen. Doch dies würde sich ab heute ändern. Sie würden für die erlittene Schmach bezahlen. Und Eva L. stand auf seiner Schuldnerliste ganz oben. Der Killer hatte nichts dem Zufall überlassen, um seine Rache zu einem flammenden Fanal der Grausamkeit und Raffinesse werden zu lassen. Sobald die Kaffeemaschine ihre Betriebstemperatur erreichte, würde eine tödliche Wolke aus Blausäure den ahnungslosen Benutzer einhüllen. Sämtliche Mikrofone waren zu mörderischen Fallen umfunktioniert worden. Sollte Eva L. eine ihrer berüchtigten Gesangseinlagen zum Besten geben, würde ein heimlich installierter Mikrochip ihr persönliches Stimmenmuster erkennen und eine ebenso heimlich installierte Patrone mit Elefantenschrot zünden. Anschließend würde sie durch ihren Hinterkopf singen können. Der Bildschirm der Computeranlage vermittelte jedem, der darauf starrte, die nur unterbewusst wahrnehmbare, hypnotische Botschaft: Töte Eva L. Und schließlich enthielt ihr linker Steppschuh eine Sprengladung, die selbst ein Nashorn in Stücke reißen würde. Der Zünder saß in ihrem linken Absatz. Ein kräftiger Hiel wäre schon zu viel. Tust du mir meinen Kaffee? Die Stimme des Hospitanten war eine Tigerkralle, die das Stimmengewirr an der Bar wie Seidenpapier zerfetzte. Eva wurde aus ihren Gedanken gerissen wie ein Oberarmknochen aus dem Schultergelenk. Hatte sie die Frage richtig verstanden?
Sie musste Zeit gewinnen. Fast automatisch antwortete sie. Schwarz oder mit Milch dabei? Ja, sicher, schwarz, fauchte der Tiger zurück. Oder hast du mich schon mal Milch trinken sehen? Langsam sank Evas Puls wieder unter die rote Gefahrenmarke. Erleichtert nahm sie eine Ladung Kaffee aus dem Portionsspender, als Astrid E., die die ganze Zeit im Büro am Computer gesessen hatte, plötzlich hinter ihr auftauchte. Eva bemerkte nicht den glasigen Blick, mit dem Astrid ein Messer aus der Schublade neben ihr zog. Ahnungslos schob sie die Kaffeepatrone in den Schlitz der Kaffeemaschine und betätigte die Starttaste. Gibst du mir mal ein neues Wasser? Carsten B., das Faktotum der Tanzschule, der Falstaff des Parketts, war gerade mit der Zubereitung einiger Hektoliter Apfelschorle beschäftigt. Eva beugte sich zur Seite und öffnete den Kühlschrank, um Carsten B. eine Flasche Sprudel zu reichen, als die todbringenden Blausäuredämpfe mit dem Zischen einer altersschwachen Omnibustüre aus der Kaffeemaschine stoben und einer unglücklichen Stubenfliege, die zufällig ihre Bahn kreuzte, den Garaus machten. Schwer hing der unheilschwangere Geruch bitterer Mandeln in der Luft. Das Messer, das sich gerade noch nur wenige Zentimeter über Evas Nacken befunden hatte, prallte mit einem blechernen Ping auf den Fußboden hinter der Bar, als Astrid, von den Resten des sich verflüchtigenden Gases benommen, lautlos in sich zusammensackte. Eva ahnte nicht einmal, in welcher Gefahr sie sich befunden hatte, während sie ihrer immer noch leise röchelnden Kollegin wieder auf die Beine half. Das wahnsinnige Glitzern, das noch vor wenigen Sekunden Astrids Augen funkeln ließ, war jetzt verschwunden. Dennoch lastete eine unnatürliche, drückende Stille wie ein nasser Socken auf allen Anwesenden. Endlich durchbrach der Hospitant, der die Szene wie gebannt verfolgt hatte, das Schweigen mit der Frage, die jeden im Raum bewegte. Und was ist jetzt mit meinem Kaffee? Wie kann man denn nur so unsensibel sein? Empört drehte sich Eva zu dem Hospitanten um, dessen blassfahle, schweißkalte Haut den unheilbaren Koffein-Junkie verriet. Das glaub ich einfach nicht. Sie holte tief Luft, um dem so Gescholtenen ein Crescendo undamenhafter Bemerkungen an den Kopf zu schleudern, die sogar einen gestandenen Seemann schamviolett hätten anlaufen lassen, als sie von der wieder zu Atem gekommenen Astrid mit den Worten unterbrochen wurde. Wer schmeißt hier eigentlich die Messer einfach auf den Boden? Ohne eine Antwort abzuwarten, legte sie das Messer in seine Schublade zurück. Sie wäre sehr erstaunt gewesen, hätte ihr jemand sagen können, wessen Fingerabdrücke als einzige auf dem Griff zu finden waren. Eva holte erneut tief Luft, um die so schnöde gestörte Schimpfkanonade doch noch wie einen Strom glühender Lava über den Hospitanten zu ergießen, als sie abermals, diesmal von Carsten, unterbrochen wurde. Schätze, die Kaffeemaschine können wir abschreiben. Evas Teint nahm vor lauter tief Luft holen langsam die Farbe einer nicht mehr ganz schnittfesten Tomate an. Gerade noch rechtzeitig, bevor ihre Gesichtszüge gänzlich entgleisten, erlöste Carsten sie mit der Bemerkung: Kümmer du dich mal um deine Stepper. Ich mache hier schon weiter. Als Eva eine halbe Stunde später und eine Etage tiefer das knappe Dutzend steppender Deppen betrachtete, das sich unter grotesken Verrenkungen erfolglos abmühte, eine absurde Schrittfolge zu tanzen, hatte sich ihre Laune bereits ein wenig gebessert. Gute Musik und Tanzschüler, die man quälen konnte. Ja, so war das Leben lebenswert. Vielleicht hätte sie anders gedacht, hätte sie gewusst, dass im Mikrofon neben dem Plattenspieler eine Schrotpatrone geduldig darauf wartete, eben diesem Leben ein jähes Ende zu setzen. Ihre Laune hatte sich inzwischen erheblich
gebessert. Frohgemut öffnete sie ihren Mund und begann lauthals mitzusingen. Die Swing-Version von Mack the Knife, die Frank Sinatra zu Gehör brachte, hatte schon so manche Anfechtung durchgestanden. Es war durchaus damit zu rechnen gewesen, dass sie auch Evas stimmgewaltige Neuinterpretation überleben würde. Damit, dass Eva selbst sie überleben würde, war schon weniger zu rechnen gewesen. Wenn ihr Gehirn jetzt nicht bröckchenweise die Decke des kleinen Tanzsaales zierte, war dies nur der Tatsache zu verdanken, dass der Killer einen entscheidenden Umstand übersehen hatte. Eva L. brauchte zum Singen kein Mikrofon. Als ihr Gesang mit Frequenzen, die ein startendes Space Shuttle von Neid hätten erblassen lassen, aus ihrem Rachen hervorbrach, befand sie sich genau 0,815 Meter vom Mikrofon entfernt am anderen Ende der Tanzfläche. So kam es, dass nur die Wandspiegel und ein paar zart beseitete Steppschüler unter dem Ansturm der Schallwellen angstvoll erbebten. Der Mikrochip hingegen, der der Patrone mit dem Elefantenschrot die höfliche Aufforderung zukommen lassen sollte, gefälligst ihrer erlernten Tätigkeit nachzugehen, wartete weiterhin ungerührt auf seinen Einsatz. Er würde ziemlich lange warten. Eva bekam von alledem so viel mit wie die Atacama-Wüste in Chile vom indischen Monsun. Sie war gerade damit beschäftigt, ihren Steppern einen weiteren Besuch beim Orthopäden zu bescheren. Nach dem Step-Shuffle-Hop-Step kommt dann ein Scuff. Eva schwang ihr Bein nach vorn, als wollte sie irgendeinen imaginären Fußball quer durch irgendein imaginäres Stadion mitten in irgendein imaginäres Tor schießen. In dem Moment, in dem ihre Ferse mit der Wucht einer Dampframme auf das Parkett hämmerte, durchpeitschte ein trommelfelzerfetzender Knall den Raum. Evas Steppschüler standen erstarrt wie Lots Frau nach ihrem letzten Blick auf Sodom. Wie durch Watte hörte Ines weh ihre eigene Stimme. Den Scuff also mit rechts? Ines! Evas Antwort brachte die Wandspiegel erneut gefährlich nahe an die Grenzen ihrer physikalischen Belastbarkeit. Natürlich mit rechts! Wie denn sonst? Im Saal darüber stöhnte Manuela E., Leiterin der Jazzformation, innerlich auf und verfluchte den Idioten, der wieder die Türen zum Keller offen gelassen hatte. Dieses Allegro Furioso aus Schuhgeklapper und Eva Sopran raubte einem den letzten Nerv. Sie konnte es nicht wissen, aber die Störung durch eine Stepplehrerin, deren Trümmer auf dem Weg in eine erdnahe Umlaufbahn das Parkett neben ihr durchschlagen hätten, wäre erheblich spektakulärer ausgefallen. Und auch der Killer konnte nicht wissen, dass in der neuen Stepp-Choreografie kein einziger Scuff mit dem linken Fuß getanzt wurde. Als Eva bald darauf die Stunde beendete, waren ihr die erschöpften Stepper sehr dankbar. Eigentlich hätten ihr alle Anwesenden sehr, sehr dankbar sein müssen. Schließlich ist es nicht immer angenehm, in der Zeitung zu stehen. Als Eva L. an diesem Mittwoch nach Hause fährt, liegt ein scheinbar völlig normaler Tag hinter ihr. Müde lenkt die platinblond gefärbte Tanzlehrerin ihren metallic-grünen Kompaktklassewagen aus dem Niemandsland zwischen Bürgersteig und Radweg. Sie ahnt nicht, dass ihr Leben noch eben einer tödlichen Bedrohung ausgesetzt gewesen ist. Sie weiß nur eines. Sie braucht dringend einen Kaffee.
Anmerkung des Verfassers. Personen und Handlung der vorangegangenen Geschichte sind rein fiktiv. Jegliche Ähnlichkeiten mit irgendwelchen tatsächlichen Geschehnissen oder Personen, seien sie lebendig oder tot, wären rein zufällig und sind nicht beabsichtigt. Und wenn das nicht die lautere Wahrheit sein sollte, dann soll der Blitz, diese kläffende Scheißtöle von gegenüber treffen. Na also, geht doch.